Deswegen sagt Allah Ta'ala auch, وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, und unter jenen, die sagen, wir sind Nasara, أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا كَثِيرًا, von ihnen haben wir unsere Abkommen genommen, Al-Mithaq. Deswegen habe ich vorhin gesagt, das Abkommen ist auch das Abkommen mit Allah Ta'ala. Das Abkommen mit Allah Ta'ala. فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. Sie vergaßen vieles von dem, womit wir sie ermahnt oder erinnert haben. Was war die Folge davon? فَأَغْرَيْنَا. Dieses Fa deutet auf Kausalität. Also das, was davor genannt wurde, ist die Ursache für das, was danach genannt wurde. Also sie haben viel von dem vergessen, was wir ihnen, womit wir sie erinnert haben. Damit sind die Offenbarungen gemeint, damit sind die Normen und die Gesetze der Religionen gemeint. Und die Folge davon, فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. Wir haben zwischen ihnen Feind und Hass geschürt, untereinander. Das zeigt uns auch, dass eine Ursache für die Unstimmigkeiten, für die Zerstrittenheit der Umma darin liegt, dass sie auch vieles von dem vergessen haben, womit sie ermahnt und erinnert worden sind. Und das zeigt uns auch, dass ein Mittel, um die Einheit zu verwirklichen, ist, ein Mittel dazu, davon ist es, sie zu erinnern. Erinnern heißt, yani, sich an die Aqaid, an die Glaubensvorstellungen dieser Religion anzupassen, an die Gesetze und die Normen und die Werte, die Moral und die Ethik dieser Religion anzupassen. Es bringt nichts, die Menschen yani, offensichtlich oder äußerlich zusammenzuscharren, wobei sie innerlich ganz verschieden gestimmt sind. Deswegen sagt, diese Zusammenkunft behält nicht lange und bringt nicht viel. Deswegen sagt Allah Ta'ala, وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا. Du denkst, sie seien vereint. Aber das ist nicht die wirkliche Einheit, äußerlich vereint zu sein. Deswegen sagt Allah Ta'ala, وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. Aber ihre Herzen sind zerstritten. Ihre Herzen sind unterschiedlich. Und einen der größten Unterschiede der Herzen machen die Unterschiede in der Aqida aus, wenn die Aqida, die Aqaid unterschiedlich sind.